Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen kurzen Infovideo hier bei der Phantasm Arena. Heute soll es schon mal um den Wintertraum im Phantasialand gehen, denn hier hat sich schon einiges getan. Momentan sind die Aufbauarbeiten für die Wintersaison hier im vollen Gange und ja, dazu wollte ich euch ein paar Bilder zeigen und ein paar Infos geben. Also, wir sehen uns nach dem Intro. Willkommen zurück im Video und ja, versprochen, es wird nur ein ganz kurzes, kleines Info-Update-Video. Ihr seht es vielleicht hier schon im Hintergrund, ich bin oder befinde mich gerade hier auf dem Kaiserplatz. Hier befindet sich ja eigentlich immer die Bühne bzw. ja, das Eis, wo am Abend immer beim Wintertraum immer Magic Rose ja, aufgeführt wird. Die Show, die den Tag immer besiegelt am Ende eines jeden Tages hier beim Wintertraum. Und ja, ich war auch schon letztes Jahr hier und habe hiervon berichtet, dass es ein bisschen anders aussieht als in den letzten Jahren. Nur dann kam es leider nicht wegen Corona zur Wintersaison 2020. 2021 sieht das ein bisschen anders aus und ich denke, ja, wir werden in diesem Jahr auch im Winter im Phantasialand Spaß haben können. Und ja, die Eisfläche, die ist schon aufgebaut worden. Hier wird nachher Wasser drauf kommen und dann wird das, dann gefriert das und dann ist da natürlich wieder Eis, wie ihr hier seht. Und auch hier das im Hintergrund, das haben sie auch im letzten Jahr so aufgebaut, dass es hier Traversen gibt. Auf diesen Traversen gibt es hinten die Shops, die normalerweise hier immer so ganz verteilt waren auf dem ganzen Kaiserplatz. Also da hat man schon sich ein bisschen was anderes einfallen lassen. Und anders als im letzten Jahr, das habe ich nämlich im letzten Jahr nicht gesehen, gibt es halt hier diese ganzen Pavillons. Ich weiß nicht, was hier mit ganz genau passiert, ob man sich da einfach nur drauf hinsetzen kann oder ob da noch eine Feuerstelle in der Mitte kommt. Könnte sogar so sein. Die gibt es hier komplett auf dieser ganzen Fläche, auf der anderen Seite halt auch. Und es gibt halt, ja, weiß ich nicht, diese Tribüne hier oben mit diesem Tunnel. Und ja, in diesem Tunnel unten drin, da muss eigentlich dieser Zugang sein, wo normalerweise halt auch immer diese ganzen Actors rausgekommen sind, die halt dann auch bei der Magic Rose, bei der Show halt mitgemacht haben. Bleiben wir nochmal ganz kurz bei Magic Rose. Also am Tag ist das hier eigentlich immer die Eislauffläche, wo man halt wirklich Eis laufen kann. Und am Abend gab es hier immer diese Show. Da jetzt aber das hier alles komplett anders aussieht und glaube ich, dass es die Magic Rose Show gar nicht mehr so gibt. Die magische Rose, ich weiß nicht, also es gibt natürlich jetzt momentan noch keine Informationen darüber, aber wenn ihr euch mal guckt, wie in Anführungszeichen klein jetzt diese Eisfläche ist und dort, wo normalerweise halt immer diese Zuschauertribünen waren, also hier diese Treppen hier, die sind ja jetzt vollgebaut. Wo sollen dann halt dann die ganzen Besucher dann halt noch Platz finden? Also das ist schon ein bisschen merkwürdig. Also es kann halt sehr gut sein, dass es im Wintertraum in diesem Jahr eine Änderung gibt, dass es vielleicht eine andere Show gibt, vielleicht gar keine Show mehr, man weiß es nicht. Aber ja, in der Mitte hier normalerweise ist dann halt auch dieser Hauptbestandteil der Show, wo dann halt die ganzen Leute tanzen und weiß ich was. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass hier oben dann die Leute stehen, wo halt weniger Leute stehen werden oder würden als normal, weil normalerweise ist ja bis von da bis da ganz hinten immer komplett alles mit Leuten voll. Dann hätten die auch eine wirklich blöde Sicht, weil die müssen komplett dann weg hier vorne runter gucken, um dann die Leute zu sehen. Deswegen glaube ich entweder, dass es die Show Magic Rose, die magische Rose, so gar nicht mehr gibt oder in einer abgewandten Form oder in einer ganz anderen Form. Das werden wir natürlich sehen, wenn es dann soweit ist hier im Phantasialand beim Wintertraum. Dann werde ich natürlich auch wieder hier sein, deswegen abonniert hier den Kanal, um diese Videos vom Phantasialand im Winter 2021/2022 dann nicht zu verpassen. Außerdem, ja, im ganzen Park wird momentan auch gearbeitet und auch für Winter getrimmt. Das fängt natürlich bei der Beleuchtung an und hört natürlich auch bei der Dekoration komplett auf. Also es ist halt auch hier überall, sieht man halt schon, dass es Tannen gibt. Es gibt halt auch wieder die großen Weihnachtskugeln, die nachher überall sind. Also da sind auch schon die ein oder anderen, die man hier sehen kann. Aber das große Neue in diesem Jahr wird wahrscheinlich wirklich dieser Bereich sein. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie das halt ankommt und wie das nachher hier aussieht. Es hat wirklich den Anschein, dass hier diese ganzen Buden, die es hier halt damals gab in den letzten Jahren, dass diese Buden wirklich nicht mehr geben wird, sondern nur noch hier. Also hier sind auch diese Schließfächer, sieht man halt auch, fürs Eislaufen und hier werden auch die Schuhe ausgegeben. Und dahinter sind dann halt auch nochmal so Shops.
Also muss man natürlich mal im Auge behalten. Aber ja, das werdet ihr hier auf dem Kanal auf jeden Fall noch sehen. Hier steht auch nochmal die Info. Denkt dran, am 20. November startet der Winterturm 2021 in die Saison 2021. Ich bin dann auf jeden Fall wieder hier und berichte dann natürlich aus der Wintersaison von Phantasialand. Dankeschön fürs Zugucken und ja, wir sehen uns in einem anderen Video. Macht's gut, bis dann, ciao.